Hi meine Lieben, heute zeige ich euch ein sehr großes Album, komplett fertig, dekoriert, mit Fotos gefüllt, allen Pipapo, damit ihr mal sehen könnt, wie auch ein fertiges Album aussehen kann. Man sieht nur mich und meinen Männer. Das könnt ihr dann auch mal sehen. Und zwar ist dies ein Geocaching-Album. Geocaching ist so ein kleines Hobby von uns. Wenn ihr da genauere Infos haben wollt, gerne googeln. Dann werdet ihr rausfinden, was es ist. Ich bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen. Ja, fangen wir an mit dem Album. Das ist tatsächlich 23 x 21 cm. Hier mit so einem wunderschönen grünen Papier. Das war mal so ein Chibo-Papier. So sieht die Rückseite aus. Und so die Vorderseite. Die Rückseite. So der Buchrücken, so die Rückseite, so. Und das ist ja das Buch, der Buchrücken, den ich immer mache. Den kennt ihr sicherlich aus anderen Alben schon. Und da war hier so der Rand ein bisschen nicht so schön. Und dann habe ich hier so ein Taselband, das habe ich auf der Kreativa letztes Jahr mal gekauft. Nennt sich, glaube ich, nee, nicht Taselband. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist das eigentlich so im Nähbedarf und wird so bei Anzügen und so oben an der Schulter zum Beispiel. Oder ich glaube auch, das gibt es in Leder, wo man dann so bei Autositzen, glaube ich, die Ränder, das sind so eine Knubbel, die man da so einnäht. Ja. Dann hier Sticker verwendet. Und dann zeige ich euch mal, wie es aussieht. Und ja, hier habe ich halt so Fotos geklebt. Das sind alles Sachen, die ich mit dem Rechner geschrieben habe, dann ausgedruckt habe und in Streifen geschnitten habe. Habe jede Menge Stempel verwendet. Hier seht ihr zum Beispiel so ein Geotech da, so ein Stempel. Jede Menge Die-Cuts verwendet. Und dann ist das so aufgebaut. Hier geht die erste Klappe nach oben, hier so ein bisschen Band, jeweils immer die Gradzahl, die an dem Tag war, das Datum, wann wir den da unterwegs waren, Enamel Dots verwendet, jede Menge Sticker, hier zum Beispiel so Band drunter geklebt und die Seiten sind an der Hinspindung befestigt und da habe ich, weil das ist ja ein sehr dickes Album, insgesamt 5 Seiten, immer auch darauf geachtet, dass, das kann man eigentlich gar nicht sehen, dass ich die Seite halt nicht wirklich bis zum Rand geklebt habe, sondern immer so einen Mühabstand gelassen habe, damit sie sich einfach besser blättern lässt. Ja, dann ist in jeder Seite auch nochmal so ein Tag hier drin. Und ganz viel verschiedenes Motivpapier habe ich zum Beispiel, wenn Motivpapier so übrig geblieben ist von der kompletten Größe, sind fast alles 30,5 x 30,5 Bögen, also 12 x 12 Inch Bögen. Und dann hat man ja so Reste, die man über hatte und dann habe ich die so gerissen und 2 übereinander geklebt. Halt war auch eine gute Resteverwertung noch. Und ich finde immer diese Tabs hier oder wie die heißen, lassen sich leichter reinschieben, wenn man die Ecken abrundet. Deswegen habe ich da die Ecken abgerundet. Hier ist nichts zum Klappen und hier dann auch immer so Enamel Dots. Da habe ich so auch so Geotags auf dieser Seite und habe es immer nach Datum, also dass immer ein Datum auch ist, glaube ich, versucht. Hier auch wieder so Band verwendet. Dann kann man hier das so hochklappen. Hier zur Seite. Hier einmal hoch. Wie gesagt, überall hier auch so Enamel Dots immer da, meistens, wo wir das Teil gefunden haben. Ich hoffe, es kommt keiner aus Berlin-Reinickendorf und sieht jetzt hier die ganzen Verstecke, wo das alles ist. Und hier kann man die Seite noch runterklappen. So. Also da kann man Fotos ohne Ende reinkleben. Habt ihr auch immer weiß hinterlegt. Hier hatte ich eine Fliege im Auge, weil es ein bisschen eklig aussieht. Also mit dem Fahrrad gefahren, immer weiß hinterlegt. Das hier ist aus dem Handy ein Screenshot gemacht und ausgedruckt. Die habe ich auf einer Internetseite bestellt, die Fotos. Wenn ich die finde, verlinke ich euch die mal in der Videobeschreibung. Hier kann man es wieder so nach unten, da ist ein Magnet eingebaut. Hier klappt man es dann so zur Seite und hier dann beide Seiten nach oben. Hier habe ich auch wieder so diese halbe Seite gemacht. Hier auch wieder so Die-Cuts verwendet, Band eingesetzt, Enamel Dots.
Also richtig schön, finde ich. Ja, hier ist nichts. Ja, auch mal was Leeres. Dann kann man das hier wieder zur Seite klappen. Hier auch wieder so mit gerissenem Papier, Enamel Dots, Stempel. Und dann halt immer, wie gesagt, so passende Sprüche am Rechner geschrieben und ausgedruckt. Dann geht's hier weiter. Hier ist zum Beispiel ein Sticker von Semifim. Die hatte mal auch so ein Sheet mit lauter Wortstickern. Hat er mich auf die Schulter genommen und die Hose gerissen. Naja. So, 30 Grad letztes Jahr im Sommer. 30 Grad. Ich hoffe, der Sommer dieses Jahr wird wieder genauso. Das ist die dicke Marie, die steht in Tegel bei uns. Der älteste, 800 Jahre alt ist der Baum. Da ich mir dann hier im Internet, genau, das sind Bilder, die habe nicht ich geschossen, die habe ich im Internet mir dann noch ausgedruckt, damit man noch ein bisschen ja, Infomaterial quasi dazu hat. Wartet, hier wieder reinstecken. Hier habt ihr gesehen, auch wieder so Band. Einfach so Nähgarn rein und hier, das ist der dicke Marie, heißt der Cache auch, und ja, und das sind hier so die Pfeile, damit man halt weiß, da ist noch mehr. So, dann hier auch wieder, auch so eine passende Sticker, wo so Briefe dran waren, weil da war der an dem Briefkasten zum Beispiel. Dann haben wir hier noch und das war der letzte Fazit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man lernt seine Stadt von einer ganz anderen Seite kennen, findet Ecken, die man wahrscheinlich nie entdeckt hätte. Der Sommer 2018 hat perfekt dazu gepasst und 2019 geht es weiter. Hier vorne hatte ich noch geschrieben, ein Abend wie jeder andere, wie immer ein bisschen YouTube rumgeguckt. Da kam dieses entscheidende Video. Ein Typ irrt mit einem GPS-Gerät durch den Wald und sucht etwas. Irgendwie hat mich dieses Video gefesselt und ich habe mir 1000 weitere angeguckt. Geocaching nennt man das. Leute verstecken kleine, manchmal auch große Logbücher und die gilt es zu finden. Mir stellte sich die Frage, ob sowas hier in einer Großstadt möglich ist. Soll es etwa wirklich solche Fundorte auch hier geben? Das Interesse war geweckt und die Recherche erstaunlich. Keine 500 Meter von zu Hause war zum Beispiel einer, an dem ich gefühlte Millionen Male vorbeigelaufen bin. Schatz davon berichtet, der erst nicht so begeistert war, aber wie immer zur Stelle ist und mitzieht, wenn ich was unbedingt machen will. So kam das nächste Wochenende und das Abenteuer nahm seinen Lauf. Ja, so war's. So hat's angefangen. Ja, das ist das Album. Riesengroß, wunderschön und super dick. Und ja, jetzt habt ihr mal eine Vorstellung, wie so ein Album komplett gefüllt aussehen kann und wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt, ne? Dass man das ja auch alles so jede Seite für sich planen muss. Wo mache ich welches Foto hin? Wie dekoriere ich es? Was passt für ein Sticker? Was bla 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 bla. Und ja. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen, ein Abo und so weiter und so weiter. Irgendwelche Fragen zu dem Album, stellt sie mir gerne, versuche ich zu beantworten. Und wie gesagt, was wollte ich verlinken? Irgendwas wollte ich... Ach ja, wo ich die Fotos ausgedruckt habe. Weil da habe ich irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Bilder hier drin sind. Bestimmt 500 Stück oder so. Würde ich behaupten. 200, 300, ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, das waren so um die 300, ich weiß es nicht genau. Und da konnte man halt so richtige Masse auch in der Größe dann halt bestellen. Das fand ich ganz cool. Ja, und hier überall eben auch Stempel verwendet und so weiter. Ja, alles klar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.